Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar heute wieder zu einem Produkttest mit den ganz neuen Neutrogena-Produkten und zwar aus dieser Skin-Detox-Reihe. Wir testen heute die 2-in-1 Feuchtigkeitscreme, natürlich ganz zum Schluss. Wir testen das 3-in-1 Micellenwasser, wir testen das Skin-Detox-Hautbild verfeinernde Peeling und wir testen, was ich sehr interessant finde, das 2-in-1 Reinigung und Maske-Gel. Das finde ich ja super interessant. Und ich habe mir gedacht, wir powern das richtig aus und ich habe ein Mega-Make-up einfach drauf, wie ihr seht. Und zwar fangen wir an mit dieser 2-in-1 Reinigung und Maske. Und zwar ist das mit Glykolsäure, was sanft Schmutzpartikel entfernen sollte. Als Reinigung sollen wir das auf das feuchte Gesicht einmassieren und anschließend gründlich mit Wasser abwaschen. Damit fangen wir doch direkt mal an, würde ich sagen. Oh, okay. Das ist zugeklebt. Ich denke, warum geht es nicht auf? Also, ich habe hier meinen Make-up-Radierer. Den gebe ich einfach hier in so eine warme Wasserschüssel. Feuchte mein Gesicht damit einmal an. Und dann geben wir das auch schon drauf. Also ich habe jetzt nicht gerieben damit oder so. Okay, das sieht so ein bisschen tonerdemäßig aus. Seht ihr das? Ja, eigentlich passt es ganz gut zu der Serie. So ganz leicht grünlich. Gibt es jetzt erstmal so auf meinem Gesicht. Oh Gott, ich hätte vorher die Wimpern abmachen sollen. Okay, ich mach die ganz kurz ab. So, ja, okay, die sind schon damit voll, aber egal. So, ich verteile das einmal. Und dann soll man das ja gründlich abwaschen. Es fühlt sich für mich gar nicht nach Reinigung irgendwie an. Das ist so ein anderes Gefühl. Das ist halt so ein Maskengefühl. Ganz merkwürdig. Aber wir gucken jetzt mal, wie gut das denn wirklich reinigt. So. Ich gehe jetzt einmal so leicht drüber und gucken dann mal, ob das auch was gebracht hat. So, ich gucke mir das mal hier an. Es sind noch so ein paar Reste da, wie man sieht. Aber im Großen und Ganzen hat es schon mal sehr gut gereinigt. Als nächstes verwenden wir hier dieses 3-in-1 Micellenwasser erstmal, um wirklich so nochmal so den ganzen feinen Dreck auch nochmal runter zu bekommen. Was steht denn da? So entfernt Make-up, sogar wasserfeste Mascara und Reiben, teilt Schmutz, reinigt die Haut tiefenwirksam, ohne den Feuchtigkeitsgehalt anzugreifen. Das finde ich sehr gut. Kein Abwaschen nötig, enthält kein Alkohol, parfümfrei, verstopft die Poren nicht. Das sollen wir auf ein, ich weiß gar nicht, ob man es schütteln muss, es ist jetzt nicht so ein Zwei-Phasen-Ding, aber ich schüttle es einfach. Das kann ja nie was schaden, oder? Und das geben wir jetzt hier auf so ein Wattepad. Also der Geruch ist alles sehr neutral, sag ich mal, also ist jetzt nicht irgendwie doll parfümiert oder so. So, und jetzt geben wir das einfach mal hier drauf. Und gehen einmal über das komplette Gesicht. Und ich finde das ja immer super interessant bei so Micellenwassern oder bei ja, hier diesen Tonern und so, was wirklich noch auf der Haut ist, was man ja denkt, was man schon abgewaschen hätte. Aber das ist immer so krass und das ist so verblüffend. Deswegen verwende ich das auch immer. Den Geruch mag ich nicht ganz so gerne. Der riecht irgendwie, ach, keine Ahnung, ist das Ginkgo oder so? Irgendwie so ein bisschen medizinisch, keine Ahnung, wie ich das jetzt so beschreiben soll. Ja, und man sieht, glaube ich, ganz eindeutig, dass dieses Wattepad nicht mehr weiß ist, sondern wirklich so die letzten Make-up-Reste und alles halt noch mit abgetragen worden sind. Als nächstes verwenden wir dieses Ganze als, ach, jetzt haben wir das Peeling ganz vergessen, das hätte ich vielleicht. Wir nehmen jetzt erstmal das Peeling. So sieht das aus. Was müssen wir denn da beachten? Sanftere Mikro-Peeling-Partikel mit Glykolsäure. Greift auch wieder den Feuchtigkeitshaushalt nicht an. Auf dem feuchten Gesicht auftragen, einmassieren, mit Wasser abspülen. Okay, dann befeuchte ich doch nochmal ganz kurz mein Gesicht etwas. So, gib das Peeling drauf. Ach, das ist wieder zugeklebt. So. Das erinnert mich sehr an das Peeling von Garnier, dieses, oh, ich weiß nicht, wie es heißt, ich glaube, das ist auch gegen reine Haut. Gegen reine Haut, für reine Haut, so. Oh ja, das ist wirklich ganz leicht, also keine groben Peelingkörner drin.
Aber man merkt den Peeling-Effekt schon deutlich, muss ich sagen. Also der ist auf jeden Fall da. Das riecht wiederum echt angenehm, das Peeling. Das war bisher irgendwie nur das Micellarwasser, wo mich der Geruch schon ein bisschen gestört hat. So, und jetzt sollen wir das Ganze wieder abspülen. Ich weiß, es ist jetzt dumm, immer denselben Make-up-Reiniger zu nehmen, aber ich habe mir gedacht, fürs Video ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und wir haben ja auch zwei Seiten, dann benutze ich jetzt einfach die saubere Seite für mein Gesicht. So, damit nehme ich das jetzt komplett ab. Und dann gucke ich mir jetzt gleich auch mal mein Gesicht an, ob sich da was getan hat. Ich glaube, es ist alles runter. Sobald ich merke, auf jeden Fall, da noch ein bisschen. Also es hat meine Haut sehr verfeinert, auch die Poren und alles. Es ist so ein bisschen austrocknend, finde ich. Also das ist schon so, dass ich jetzt so ein leichtes Spannungsgefühl habe. Nicht schlimm, aber dafür, dass es eigentlich ja den Feuchtigkeitshaushalt nicht angreifen soll, finde ich, merkt man schon so ein bisschen was. So, jetzt hatte ich aber noch eine Maske, und zwar diese hier. Die habe ich aber schon verwendet, weil ich jetzt nicht zwei Masken testen wollte, aber ich wollte halt eher so dieses 2-in-1-Produkt hier im Video testen. Und deswegen machen wir das einfach mal kurz hier drauf nochmal als Maske. Verteilen das so ein bisschen. Das ist zu wenig. So, jetzt. Ich verteile das erstmal. So, diese Maske müsst ihr tatsächlich nur eine Minute einwirken lassen, sonst ist es ja immer eine gefühlte Ewigkeit. Zu der Hydrogel-Maske kann ich euch auch wirklich nur Gutes berichten. Ich finde die sowieso toll von Neutrogena, diese, wie nennen die sich denn? Ich weiß gar nicht, diese zweigeteilten Masken halt, sind echt der Hammer. Ich finde die richtig gut. So, und jetzt gucken wir mal, was die Maske so mit meinem Gesicht gemacht hat. Ist natürlich jetzt alles sehr viel Pflege auf einmal, aber das wird sich schon aushalten. So. Lässt sich alles sehr gut abnehmen, es bleibt nichts Verkrustetes hängen oder so, finde ich nur gut. Ob ich alles abhabe, natürlich nicht immer um die Nasen- und Mundpartie, ne? Da bleibt immer die Maske hängen. So, jetzt gucken wir uns mal die Haut an, wie es so aussieht. Ich trockne das erstmal ganz kurz ab. Einmal vom Nahen, ja, hat auf jeden Fall einen sehr guten Effekt, finde ich. Also die Poren haben sich gefühlt noch mehr zusammengezogen. Die Haut glänzt so ein bisschen. Ich glaube, das ist so eher so eine Reinigungsserie, habe ich das Gefühl. Wenn man vielleicht zu Pickeln neigt, super, zu fettiger Haut. Wirkt mir jetzt nicht besonders pflegend, sondern eher halt wirklich so tiefenreinigend. Aber dieses Skin Detox ist, glaube ich, auch irgendwie so was Tiefenreinigendes. Gegen 100% aller Schadstoffe und tägliche Umweltbelastung. Da wird, glaube ich, die Haut einmal von innen so richtig ausgereinigt. So, jetzt haben wir ja noch diese interessante Pflege hier. Und zwar für normale und Mischhaut regeneriert die Haut und schützt sie vor Schadstoffen, täglichen Umweltbelastung und für einen strahlenden Ton. Ich musste jetzt tatsächlich ein paar Minuten warten, weil meine Speicherkarte voll war. In der Zeit sind irgendwie gefühlt meine Poren fast verschwunden. Also die wirkt irgendwie noch nach hier, diese Maske. Das ist richtig krass. So sieht dieser Tegel aus, auch nicht allzu klein, finde ich. Und da sind stärkende Peptide drin und schützende Inhaltsstoffe wie Antioxidantien, die vor, die wie so ein Schutzschild wirken sollen. Ich dachte, da wäre noch so ein Verschluss drauf. Wow, guck dir mal diese Konsistenz an. Das erinnert mich voll so... so an Jelly-Gedöns. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist total witzig. Die riecht auch wieder sehr angenehm. Also es war wirklich nur dieses Micellenwasser, was mich geruchsmäßig so ein bisschen gestört hat. So, die tragen wir jetzt mal nicht zu sparsam auf. Die nimmt auf jeden Fall direkt so diese Spannung vom Gesicht. Jetzt habe ich wieder ein paar Minuten gewartet und es ist auf jeden Fall eine richtig nette Feuchtigkeitscreme, wobei ich eher finde für den Sommer, weil die jetzt nicht so super richtig reichhaltig ist und so, sondern wirklich so ein leicht kühlendes Gel irgendwie so ein bisschen. Also eine super Sommerpflege. Ich glaube, dafür werde ich mir die auch aufheben. So, ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Im Großen und Ganzen finde ich die Produkte super. Das Einzige, was mich so gestört hat, war der Geruch vom Micellenwasser. Ansonsten fand ich echt alles richtig klasse. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Produkte fandet oder ob ihr die vielleicht sogar schon kennt. Das wäre natürlich auch richtig cool. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich verlinke euch hier zwei neue Videos. Ansonsten, wenn euch so Langzeittests auch interessieren, auf Instagram habe ich ja diese Rubrik in meinen Stories, dass ich da immer die Produkte zeige und komplett
Review, wenn sie halt leer sind. Also guckt da auch gerne rein, auch da ist Tasty Tasty. Wie gesagt, 2 neue Videos, 1 Abo-Knopf, falls ihr noch nicht mein Abonnent sein solltet. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Sagt tschüss und bis dahin, eure Laura.